China versucht derzeit mit drastischen Maßnahmen zu verhindern, dass sich das Coronavirus weiter ausbreitet. In mehreren Städten in Zentralchina wurden die öffentlichen Verkehrsmittel größtenteils gekappt. Darunter Flug, Zug, Bahn, Bus und Fährverkehr. Betroffen sind mehr als 41 Millionen Menschen. Vielerorts wurden Festivitäten rund um das chinesische Neujahrsfest abgesagt. Darunter auch Großveranstaltungen in der Hauptstadt Peking. Auch viele Touristenattraktionen wurden gesperrt. Die Minggräber, die verbotene Stadt, Teile der chinesischen Mauer, das Stadion der Olympischen Spiele 2008 in Peking und Disneyland in Shanghai sind nicht mehr zugänglich. Als erste Stadt war Wuhan unter Quarantäne gestellt worden, von der das Virus ausging. Jetzt soll hier binnen anderthalb Wochen eine Klinik mit tausenden Betten nur für die mit dem Coronavirus infizierten Patienten errichtet werden. Derzeit werden die Betroffenen in Wuhan in 61 Krankenhäusern isoliert und behandelt. In der Millionenstadt dürfen die Menschen nur noch mit Schutzmaske auf die Straße. Behörden bestätigten landesweit bereits mehr als 830 Infektionen. Es gibt tausende weitere Verdachtsfälle. 26 Patienten starben. Einzelne Infektionen wurden auch aus anderen Ländern gemeldet, darunter Thailand, Japan und den USA.